Fall. Ja, Lärm ist schon eine Belastung. Leiser sind auch auf der Straße die Elektroautos. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Viele freuen sich nicht nur, dass die Dinger leiser sind, sondern dass die auch im Verbrauch relativ interessant sind. Die Tage war übrigens was Lustiges, da hatte jemand auf Facebook einen Ausschnitt aus Österreich gepostet und hat eine Zeitung getitelt Unverschämt Sprit 1,51. Derjenige hatte drunter geschrieben, stimmt, unverschämt, sofort hin. Ja, also wir wären noch froh bei den Preisen. Benzinpreise haben nämlich in den Osterferien Höchststände. Das lässt einen richtig schwindelig werden. Alternativen müssen also her. Das Elektroauto wird immer wieder genannt. Die Frage ist, wie weit ist das Ganze? Denn immerhin kosten hier 100 gefahrene Kilometer umgerechnet nur 1,50 Pi mal Daumen. Ja, rechnen die Dinger sich eigentlich schon? Das ist die eine Frage, aber man braucht eine Infrastruktur. Man lädt ja nicht immer zu Hause. Wir haben es mal probiert und eine intensive Probefahrt durch den Rhein-Sieg-Kreis und die Region gemacht. Für die Fahrt haben wir uns ein Elektroauto der neuesten Generation ausgeliehen. Unser Testfahrer Johannes Cardus Krämer. Der Elektrotechniker fährt auch privat mit Strom. Unsere Batterieladung reicht für 120 Kilometer. Wir fahren nach Köln. Auf der Rückfahrt wollen wir nur zur Sicherheit nachladen. Das machen wir in Troisdorf-Spich. Hier haben wir das Problem, der siebenpolige Mennecke-Stecker passt nicht. Aber wir haben einen Schuko-Stecker und der passt hier rein. Ja, und die Ladezeit dauert halt damit doppelt so lang. Also mindestens 3 Stunden. Mit der Zugangskarte des Stromanbieters versuchen wir dennoch, die Ladestation freizuschalten. Aber es tut sich nichts. Ja, die Ladestation nimmt keinen Kontakt mit dem Server auf von den Troisdorfer Stadtwerken. Also können wir hier nicht laden. Mit diesen Adaptern könnte man sich auch in solchen Notlagen an Stromsysteme in Gewerbegebieten, auf Campingplätzen oder auf Bauernhöfen anschließen. Geht schnell und wird selten abgelehnt. Also wenn ich die 3 Adapter habe und noch diesen Campingsteckeradapter, dann bin ich für alle Situationen gewappnet. Muss man nur wissen. Weil wir noch etwas Reserve haben, fahren wir zum Bahnhof Siegburg. Auch hier gibt es öffentlich zugängliche Ladestationen, aber hier lädt bereits jemand. Wir quetschen uns ins Halteverbot. Die Ladeverbindung passt hier, aber sie liegt völlig frei in der Gegend rum. Jeder Passant könnte sie einfach rausziehen. Sicherheitsmaßnahmen. An meinem Fahrzeug ist der Stecker verriegelt, weil die Türen sind abgeschlossen, damit ist auch der Stecker abgeschlossen. Aber ich kann nur hoffen, dass wenn ich jetzt 3 Stunden einkaufen gehe, der Stecker noch da sitzt, wo ich ihn platziert habe. Sicherer und komfortabler ist die Ladezone am Köln-Bonner Flughafen. Hier allerdings muss man sich per Handy an der Ladestation anmelden, wenn man nicht Kunde des Stromanbieters ist. Um möglichst viele unterschiedliche Ladestationen anfahren zu können, hat Johannes Cardus Krämer viele Zugangskarten. Ich bin bei der Troisdorfer Stadtwerke, ist eine Scheckkarte. Bei der RWE brauche ich nur meine Handynummer, die ist dort hinterlegt, da rufe ich da an. Und bei Rheinenergie habe ich diesen Chip. Also alles in allem hält sich das in Grenzen. Wir fahren aufs Land Richtung Windeck. Das Risiko, hier irgendwo liegen zu bleiben, steigt, denken wir. Doch plötzlich stehen wir auf einem Hinterhof. Eine private Initiative hält geeignete Anschlüsse auf dem Land bereit. Das Laden für die nächsten 100 Kilometer kostet nur 2 Euro, die hinterlässt man einfach im Briefkasten. Auf sowas muss man natürlich erstmal kommen. Johannes Cardus Krämer recherchiert deshalb Vorlandfahrten im Internet. Lenet.org zum Beispiel listet Ladestationen in Städten und im ländlichen Raum auf. Also meine Bilanz ist, hier im Rhein-Sieg-Kreis sind wir von der Infrastruktur her bestens ausgerüstet. Ab und zu braucht man mal einen Adapter, aber wenn man sich entsprechend vorbereitet, ist es überhaupt kein Problem, hier Strom zu bekommen. Nach Angaben des ADAC wird auch für die Region Bonn-Rhein-Sieg an noch mehr Schnelllademöglichkeiten gearbeitet. Bis die allerdings stehen, dauert es noch 3 bis 5 Jahre.